Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stranded Deep. So, wir sind jetzt wieder hier, endlich mal wieder. Hat ein bisschen gedauert, ich weiß, tut mir leid. Und das erste, was ich hier erblickt habe, ist eine Spoiled Potato. Das heißt, soweit mein Wissen geht, kann ich die jetzt hier anpflanzen gehen. Ma, geil. Hoffen wir doch mal. Ups, was war das denn? Ach, Backpack. So, Spoiled Potato. Und zack. Nee. Ja. So viel dazu. Oh, ich habe schon nichts mehr getrunken seit einer Weile. Kuwaba-Frucht, war das nicht das, was ich da auch ja, ich sollte erstmal was trinken. Erst einmal was trinken, weil das Wasser ist noch nicht durch. Jetzt erstmal guter Rat teuer, das habe ich hier für die Pflänzchens vorgesehen. Speer, Messerchen. Wir haben hier noch eine Coconut. Mehrere Coconuts. Wie viele Coconuts haben wir denn? Halt, gib mir die Coconuts. Zwei Stück. So, dann haben wir hier eine Axt. Mit der klöppeln wir jetzt drauf rum. Zack. Geh auf. Sehr gut. So. Und jetzt haben wir die trinkbaren Coconuts. Einmal Prost. Wegschmeißen. Zweimal Prost. Wegschmeißen. Brauche ich was zu essen auch noch gleich direkt? Nee. Ja, komm. Vertrommeln wir die noch komplett. So. Komm her hier. Sind da jetzt weggeflogen? Hauen wir uns mal die ganzen Kokosnüsse rein. Kann nicht schaden, denke ich mal. Ja, Hunger ist voll. Lebensenergie ist ein bisschen niedrig. Auch die Haut sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Ich weiß nicht, ob das schon ein Anzeichen ist, dass irgendwas nicht stimmt. Ansonsten brauchen wir noch Wasser. Und halt was zu trinken. Hier liegen auch noch Kokosnüsse rum. Die müssen wahrscheinlich auch noch aufgetrommelt werden. Genau. Dann hätten wir hier auch noch was zu essen. Sehr gut. Das heißt, wir können erstmal am Haus weiterbauen. Ich sehe schon die ganzen Palmblätter. Da habe ich ja Gott sei Dank von euch den Hinweis gekriegt, dass man die Palmblätter, die hier übrig bleiben, letztendlich benutzen kann, um beispielsweise das Lagerfeuer wieder aufzufüllen. Das ist gut zu wissen, da brauche ich dafür keine Sticks mehr verheizen. Aber ansonsten, also jetzt eigentlich nur noch, oh Gott, wir brauchen noch ein bisschen Holz, ne? Hier da, so für unser Häuschen. Brauchen wir nämlich nochmal zweimal eine Decke rein, damit hier wenigstens komplett alles überdacht ist. Reinpissen tut es trotzdem noch, haben wir festgestellt, aber na gut, was will man mehr? Immerhin Dach über dem Kopf. Oh, hier liegt noch ein Stick rum. So, ich gehe mal da hinten die weiteren Palmen vertrommeln. Da liegt noch ein bisschen Treibholz rum. Und hier sind noch ein paar Palmen, die man wegholzen kann. Oxt und Feuer. Gib ihm. Wenn ich zufrieden bin mit dem Häuschen, werde ich mir mal ein kleines Floß oder so basteln. Und dann werden wir mal gucken, ob wir auf anderen Inseln neue Ressourcen und sowas finden können. Oder mehr Ressourcen zumindest, sodass wir dann vielleicht unser Haus auch mal ein bisschen upgraden können. Sodass es dann vielleicht doch mal irgendwann wasserdicht ist. Wäre dann ziemlich geil. Palme fällt. Packen wir die auseinander mal wieder schön. Haben wir ja schon Übung drin. Hock dich mal hin dazu. Genau, ich hacke hier rum. Und da geht was kaputt an der Palme. Oh. Die Axt ist kaputt. Was brauchen wir dafür denn nochmal? Wir brauchen Tools. Brauchen wir für die Axt. Refined Knife. Was brauchen wir da nochmal? Achso, das Lederding. Das heißt, wir müssten mal irgendwie ein armes Tierchen töten, worauf ich jetzt nicht sonderlich Bock habe.
Wir brauchen zwei Stone Tools und wir brauchen Lashing. Ja, Dinge halt hier, ne? Stone Tool, das heißt, wir brauchen wieder Steine. Ach, da ist nochmal eine Melone, sag ich schon. Kokosnuss. Haben wir hier dann überhaupt noch Steine auf unserer kleinen Insel? Weil das wäre ja richtig hart, wenn uns dann quasi so die Steine ausgehen. Ah ne, hier haben wir noch ein paar. So, das heißt, wir craften uns jetzt erstmal zwei Stone Tools. Na. Dann, haben wir zufällig noch ein Lashing in der Nähe rumfliegen. Ich glaube nicht. Na, Bertha guckt sich mal unser Lager an hier. Ganz ruhig, Bertha, alles gut. Chill. Wir wollen dir nichts. Schnippeln wir mal von der Yucca-Palme die ganzen kleinen Leaves ab. Machen uns daraus dann wieder das Lashing. Da liegt noch eine. So. Lashings. Zack. Und da haben wir jetzt wieder unsere Axt. Wir können weiter die Bäume verhauen. Oder die Palmen. Ich habe nur das Gefühl, dass ich hier irgendwann mal wieder so eine Spinne rumtreiben. Schlange rumtreiben. Was ist denn mit mir los? Sag mal. Nur am Verhaspeln andauernd. Was haben wir denn da? Stick? Wutstick. Geil, gib her das Ding. So, da ist wieder so ein Sandhai. So ein ganz übler. So. Da nähert sich ein Schatten von rechts. Ich glaube, die Sonne geht unter. Andere hin. Da. Wusste ich doch, dass irgendwas im Augenwinkel weggeflogen ist. Ah, Inventar voll. Nee. Unsere Pflanze geht's gut. Dann pflanze ich halt an den nächsten die Kuwawa-Frucht an. Spoiled ist es schon. Löp. So. Hämmerchen in die Hand. Crafting. Was war das? Floors, genau. Und dann hier das Wood Floor. Zack. Haben wir noch genug dabei für ein nächstes Wood Floor? Ne. Wo ist die Tür da? Wenigstens können wir jetzt das wieder alles aufsammeln. Kann man jetzt hier eigentlich. Nee, das geht nicht. Schade. Frage mich auch gerade selber, was es dann irgendwie bringen würde, mit einem Hammer auf dem Dings rumzutrommeln hier. Also, gibt hier die ganzen Stöckchen. Gib. Inventar voll. So, dann wieder ins Crafting, Floor, Wood Floor geht sogar direkt, wählt der automatisch einen Hammer aus, sehr schön. So, wir haben es hier drin schon mal fertig, jetzt weiß ich natürlich nicht, gibt das noch irgendwie was, lass uns mal schauen, um hier ein bisschen Licht reinzubringen. Foundations ist natürlich der Boden wohl, genau, Windows, Arches, Doors haben wir. Treppen würde es theoretisch noch geben. Wände brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Foundation, nee. Crafting, schauen wir hier mal weiter. Structures, was gibt's hier noch Schönes?
Nichts. Furniture. Hier gibt es noch was. Ein Haken. Aha. Woodshelf. Plankshelf. Was braucht man da dazu? Plank Scrap. Okay, haben wir nicht. Stühle würde es geben. Tische gibt es. Und das war's. Ein Bett wäre noch schlecht. Wäre noch geil. Ich glaube, das bauen wir uns mal als nächstes. Da brauchen wir 4 Lashings. Palmfront. Aha. Und 7 Sticks. Geil, das kriegen wir zusammen, aber erstmal gehe ich hier mal kurz ans Lager ran und tu mal eine Runde rüsseln. Und zwar schliepen. So, dann gucke ich nochmal in das Menü rein, was wir jetzt nochmal genau brauchen. Habe ich nämlich jetzt wieder super drauf geachtet. Strukturis. Furniture, da war das. Wir brauchen 4 Lashings. Das heißt, 4x4 sind 16 von den kleinen Pflänzchens. 2 Stück haben wir. Jetzt sollte ich mir die hier schon mal irgendwo hinschmeißen. Ich glaube, hier werfe ich die mal hin. Und bringe dann den Rest ran. Das heißt, wir brauchen noch 14 Stück. Messerchen wieder in die Hand. Wo ist es da? 1. 2, 3, zählen mit Chibi, zählt alle mit, 4, 5, 6, 7, 7 immer noch, merkt euch die Zahl, macht alle mit. Und 8. 9. 10. Hier verlässt mich leider das Licht. Ich glaube 11. Und 12. Richtig? 8 und 4 sind 12. Jawohl. Das heißt noch 2. Komm her hier. Na, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Sehr von Vorteil. Ah, da war's. 13 und 14. Die haben wir. Bomben wir jetzt alle mal hier vorne mit hin. Wo habe ich die anderen hingeschmissen? Ich glaube hier irgendwo auf die Ecke. Da liegen sie. Wow. Der lässt mich jetzt... da. Okay, das ist noch ein Bug. Ich denke mal nicht, dass es Absicht gewesen sein wird, dass man hier gar nicht wechseln kann dazu. So, wie viel haben wir jetzt von denen? Da haben wir nur eine. Die werfen wir jetzt mal hier hin. Davon brauchen wir 7 Stück. Die Sonne geht wieder auf, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wie schön die aufgetürmt sind hier. So, haben wir die alle hingeschmissen. Was war das noch? Crafting, Furniture, Sticks, 7 Stück. Hier hinten haben wir auch nochmal einen Farming-Bereich. Krass. Oh! Bäm! Gewachsen. Und wir haben hier Kura-Fruits. Sehr schön. Weil die hätte ich eigentlich direkt mal spoilen lassen können. Hätte ich hier noch einen anpflanzen können, nachdem das hier mit der Kartoffel so gut geklappt hat. So. 7 weitere Sticks. Da haben wir schon mal einen. Ich glaube, ich war noch irgendwo ein Holzstamm zum Verhacken. Jawohl. Geht ja durchaus langsam was voran hier. So, während ich hier noch schön den Stamm zertrommel, welches ja ein Bild ist, das ihr schon seit längerem kennt. Immer schön Holz hacken hier.
Irgendwo lag da noch was, jawohl. Verabschiede ich mich schon mal langsam für euch für diese Folge. Und wir sehen uns am kommenden Donnerstag wieder um 16 Uhr. Das ist jetzt ein neuer Upload-Plan. Stranded Deep wird jetzt anstatt zweimal die Woche, dreimal die Woche erscheinen. Und zwar dienstags, donnerstags und samstags jeweils um 16 Uhr. Wow. Und ihr könnt mir mal unter das Video schreiben, was ihr davon haltet. War es euch vorher besser, lieber so zwei Folgen die Woche gegen 20 Uhr? Oder findet ihr das jetzt cooler, quasi drei Folgen die Woche zu haben zu einer humaneren Zeit? Wobei die Zeit ja eigentlich nicht so wichtig ist, denn man kann ja die Videos gucken, wann man möchte. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, tschö.